18, 44 für 3 Äpfel und 2 Bananen, das ist ja mal anders teuer. Nee, also da kann ich drauf pfeifen, das ist mir viel zu teuer. Also, ja, Open, das ist mir ganz egal. Also wirklich, Wucher, ist ja wirklich hier. Ich will mir hier einmal kurz ein bisschen leckere Sachen holen, ne? Und dann einfach so teuer und, Oversize, was ist denn das für ein riesiger LKW hier, sag mal? Na gut, okay, der steht mir auch im Weg. Also heute wollen mich anscheinend wirklich alle nerven, den Brickwicks, Freunde. Dann erstmal wegfahren, die Karte. Was ist denn das da? Ist das der Eiffelturm? Wieso steht denn hier der Eiffelturm in Brickix und wieso ist hier eine Banane hinten drauf, frage ich mich eigentlich. Und ich habe doch gerade Bananen gekauft, beziehungsweise ich wollte gerade Bananen kaufen. Hä, ist das ein Zeichen, da wieso hier ganz viele Bananen sind oder was? Ich crash hier mal rein. Oder ich crash hier auch nicht rein. Also wieso hier der Eiffelturm ist, verstehe ich auch nicht, Freunde. Anscheinend wollen mich hier heute alle nerven. Was ist denn das da? Hä? Was ist denn das da für eine Mauer? Wurde die Stadt abgeriegelt oder was ist jetzt los? Wieso wurde denn die Stadt abgeriegelt? Hallo? Ist hier jemand? Geht's noch? Hallo? Kann bitte einer mit mir reden? Wieso wurde denn die Stadt abgeriegelt? Hallo? Könnt ihr mal die Tür aufmachen hier? Ich habe hier riesige LKW-Ladung. Mutti muss rein. Seht ihr das nicht oder was? Hier sind das so Geschützdinger. Wie komme ich denn da jetzt rein? Aha, Barriere Nummer 2 aufmachen. Ach, lol, das ist die Barriere Nummer 2, damit man nicht weiter kann. Ey, das ist so ein Checkpoint oder sowas. So, Barriere habe ich aufgemacht. Wir gehen rein. Ich hoffe, mein Truck ist noch am Start. Okay, das ist auch die Hauptsache. Jetzt müssen wir hier dann nur einmal durchkommen. So, passt das so? Ja, vom Winkel her könnte das... naja, ich glaube, so jetzt und jetzt einfach nur schnell genug. Jetzt aber... ach, Mann, nö, das ist mir zu blöd. Also, die Banane kommen, die brauchen wir wahrscheinlich sowieso nicht. Da hinten war doch so ein Helikopter. Also, ich will nichts sagen, aber der Helikopter sieht auch ein bisschen aus wie eine Banane. Was ist denn hier los, sag mal? Also, stimmt hier irgendwas nicht, oder? Hä? Was ist denn das da? Warte mal, ich fliege hier mal los mit dem Ding. Da habt ihr da... seht ihr das auch? Da war doch gerade eine Banane da vorne, oder was? Guckt mal ganz genau. Und Freunde, ihr könnt wie immer mixed mitzählen in Brickwicks. Lasst ein Like und auch ein Abo da. Ganz, ganz wichtig, wie viele Bananen ihr hier sehen werdet. Hä? Hier sind Bananen! Hier sind überall Bananen! Was ist denn hier los? Aber was ist denn hier in der Stadt los? Der Helikopter, warte mal, ich spring mal raus hier. So, ich kann Fallschirm öffnen. Zack! Fallschirm geöffnet. Bam, passt. Sehr gut. Ich bin unten angekommen. Also, was ist denn das hier? Da sind auch Bananen, hä? Das ist das Bananenmonster von Trevor Henderson, der auch Sirenhead erfunden hat, glaube ich. Guck mal! Oh mein Gott, aber der macht nichts. Ich kann ihn steuern. Ich kann das Bananenmonster steuern. Guck mal! Oh mein Gott, und das kann schießen! Das kann einfach schießen hier. Bam! Blöder Checkpoint da hinten. Bam, die Banane schieße ich kaputt. Alter, die Horrorbananen sind in Brickwicks unterwegs, oder was? Anscheinend, aber... okay, das kann hier anscheinend viele Sachen kaputt schießen. Ich werde jetzt mal ganz kurz gucken. Ich höre hier einen Helikopter. Ich steige kurz mit der Drohne hoch. Sag mal, da hängt der noch fest, oder was? Oder wo soll der sein? Ich höre den noch hier irgendwo, den Helikopter. Sehen aber nicht. Das müssen doch hier die Rotorblätter sein. Der ist auf jeden Fall abgestürzt. Gut, dass ich hier doch eine Panzerfaust am Start habe. So, denn ich möchte hier keine von diesen Bananen in der Stadt haben. Und wahrscheinlich habe ich deswegen auch da hinten diese Banane auf dem LKW drauf gehabt und diese riesige... da oben ist noch einer, oder? Ja, das ist tatsächlich diese Banane von Trevor Henderson, das Banana-Eats-Monster, also die Banane frisst sozusagen. Wie kriege ich die da oben jetzt runtergeschossen? Gute Frage. Ich könnte natürlich versuchen, so, bam... aber das wird wahrscheinlich ein schlechter Treffer, ne? Wobei, ich habe das schon einige Male probiert und das habe ich auch gut getroffen. Wenn ich jetzt so hier, bam, ja, könnte gut kommen, könnte gut kommen. Nein, zu, aber was ist denn das für ein Fahrzeug? Warte mal, dann nehme ich doch dieses Fahrzeug hier lieber. Das hat eine Banane geladen. Also, jetzt wird es lächerlich. Jetzt wird es wirklich lächerlich. Aber wie kann ich denn die Banane hinten steuern? Kann ich die auch irgendwie ab... kann ich die abschießen? Und Feuer! So, jetzt muss reichen, oder? Ja, zack, rauf da und... oh mein Gott, das ganze Haus stürzt ein und die Banane wird hier einfach auch komplett zerstört und geht hier in die Asche rein, in die Rauchwolken, Freunde. Das war's mit der Banane. Und mein Auto, kann ich das vielleicht noch rausfahren? Bringt das noch was? Nein, das Auto ist Schrott und der Helikopter, der ist auch Schrott. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Oh ja, ich wusste, dass ich hier was gesehen habe, Freunde. Das Bananenmonster soll hier sich mal hier aus der Stadt aber schleunigst verziehen. Ich nehme jetzt hier mal diesen Truck und der hat auch Bananen geladen. Also irgendwie hat heute alles in Brickwicks mit Bananen zu tun. Ich habe aber auch keine Ahnung, was genau das... oh mein Gott, das sind die auch, die Bananenmonster hier. Guck mal. Bam! Alter, was sind die? Guck mal, wie gruselig die aussehen. Kennt ihr die? Dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Die sind von dem gleichen Typen, der auch den Train Eater, also den Zugfresser, erfunden hat. Die sind genau von dem gleichen. Ich habe doch nicht gerade richtig gesehen hier, oder was? Ja, ich sehe hier tatsächlich richtig. Ich mache hier die Anhängerkopplung ab. So. Dann fahre ich mal ganz kurz mit dem Truck ein bisschen vor, würde ich sagen. Das ist die Banane. Ja, schön raus mit der, schön raus mit der. So, zack. Und jetzt, Freunde, zeige ich euch mal, was wir machen. Wir werden jetzt einfach mal die
das Ding nehmen hier und einfach mal hier hinten am Poshi von der Banane anhängen. Und dann fahre ich mal los hier, ne? Dann foltern wir die mal. Und zack. Das war's auf jeden Fall mit der Banane. Die ziehen wir jetzt mal schön hierher. Und warte mal, wir können versuchen, die auf die Gleise zu ziehen. Oh mein Gott, sie ist schon Schrott gegangen. Naja, gut, da brauchen wir das auch nicht mehr machen. Und was ist das denn? Ein Helikopter, der aussieht wie eine Banane? Also, ich verstehe hier nicht genau, was hier los ist. Aber auf jeden Fall scheint hier irgendwas nicht zu stimmen. Die Bananen sind in Brick City unterwegs und wollen Brick City wohl auch zerstören, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber, naja gut, okay, kein Problem. Ich starte auch mal diesen Helikopter, denn Bananen mag ich und Bananen kann ich bestimmt auch gut fliegen hier, ne? Habt ihr schon mal einen Bananenhelikopter gesehen? Wenn ja, Freunde, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich denke, keiner von euch hat sowas gesehen. Was ist das da? Oh mein Gott, guck mal. Das ist nochmal so ein Bananenmonster. Warte mal, warte mal. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Oh, wo bin ich? Ich bin hier noch drin irgendwie. Oh, verdammt, ich muss doch da raus. Abseilen. Leute, ich bin wieder am Steuern. Ich bin wieder am Steuern. So läuft es doch sehr, sehr gut. Boah, pass auf. Reicht der eine? Ja, der eine reicht vielleicht noch. Der eine. Ja, der eine reicht noch. Sehr gut. Schön wieder da hinten zurück zur Fabrik, denn ich glaube, da. Ja, da steht doch irgendwas. Da steht doch was. Warte mal, ich muss da mal kurz hinfliegen. Oh, verdammt. Oh, na toll. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass da gar nichts mehr steht. Oh, aua. Oh Gott, das hat wehgetan. Und da kommt auch direkt die Bahn. Da oben will ich hin. Oh mein Gott, da ist wieder der Bananenfresser. Guck mal, da vorne. Und hier erscheint die ganze Armee, versucht hier schon den zu zerstören. Guck mal. Vielleicht kann ich den Streit schlichten. Alter, das SWAT einfach. Okay, ich probiere mal, ob ich den Streit schlichten kann. Bananenfresser, was willst du hier in meiner Stadt? Was? Ich habe schon gesehen, da ist die ganze Stadt voller Bananen. Was willst du? Hallo, ich möchte alle Leute töten. Hast du das verstanden? Alle Leute töten? Wieso, wieso das denn? Ihr fresst uns. Ihr fresst uns Bananen. Und das ist gar nicht gut. Ja, wir essen Bananen, weil die auch lecker schmecken. Wieso sollten wir die nicht essen? Man isst Bananen nicht. Und jetzt fressen wir euch Menschen. Ihr wollt jetzt uns Menschen fressen. Ich meine, ihr seid ein Obst. Da brauche ich doch gar nichts mehr zu sagen, oder was? Du verschwindest mal ganz schnell bitte aus dieser Stadt hier, denn ich habe deine Freunde schon ein bisschen, ne? Ich muss nichts dazu sagen. Das habe ich mitbekommen. Los, Terroristen, ergreift ihn. Was? Okay, okay, du kannst so, dann mache ich so. Bam, das war's mit der Banane. Und hier hinten die Terroristen, die sehen mich ja anscheinend hinter dem Rauch nicht. Bam! Und dann zerstören wir auch diese Eimer. So, ergebt ihr euch oder was? Das SWAT ist hier auf jeden Fall im... Was macht der? Der will mir hier den Mittelfinger zeigen oder was? Das SWAT ist hier in der Mehrheit. Ich muss nichts sagen. Ich nehme hier mal eine Granate. So, und meine Freunde. Meine Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier, das ist ein Spaßball. Spielt damit mal ruhig eine Runde. Wow, Alter! Alle Terroristen zerstört. SWAT da hinten weiß gar nicht, was los ist. Was haben wir hier vorne noch? Das sieht so aus, als wär das Haus von Bananenfresser, ne? Ja, das könnte das Haus sein. Alter, da fliegen einfach immer noch Teile runter. Aber warte mal, ich gehe mal ganz kurz hier vorne hin mit der Drohne. Ja, das ist einfach ein Imposter. Da ist der Imposter, der zielt hier auf das Haus. Mystery Hack, das muss hier das Bananenhaus sein. Okay, warte mal, kann man hier rein? Ne, da geht's nicht rein, aber hier, was steht da? Mystery Hack. Ah, man soll nicht vergessen, das ist alles eine Illusion des Universums. Ich wusste, dass es das Bananenhaus... Das ist auch eine goldene Banane, oder nicht? Kann ich hier bitte rein? Hallo? Geht die Tür noch weiter auf? Geht die Tür noch ein bisschen weiter auf? Wieso lässt man überhaupt seine Tür auf? Ich habe zu viel Tacos gegessen, ich komme nicht rein! So, Gott sei Dank haben wir es doch irgendwie reingeschafft. Was steht da? Keine Rückgabe. Hä, ist das ein Shop hier, oder was? Sieht ein bisschen aus wie ein Shop. Was können wir hier machen? Hier ist eine Tür, wo ich wenigstens ohne Probleme rauskomme, ne? Also alles in Ordnung. Hier die Tür, komme ich auch nicht raus. Was haben wir hier oben noch? Das sieht aus wie ein Büro oder sowas. Ja, ich kann mich hier hinhocken auf entspannt, ne? Ein bisschen chillen hier. Alles gut. Aber ich würde sagen, Freunde, wir gehen mal raus hier. Und jetzt reden wir mit dem Imposter mal oder gucken mal, was der uns anbieten kann. Vielleicht kann der ja das Haus hier zerstören. Hallo, Mr. Imposter. Alles in Ordnung? Was haben Sie da denn für ein krasses Gerät? Hallo, Kaspar. Wie ich gesehen habe, hast du alle Bananen getötet. Das ist sehr gut. Damit die Bananen nicht noch einmal in die Stadt kommen, musst du deren Haus zerstören. Deren Haus kaputt machen? Okay, ist kein Problem. Ja, kann ich machen. Ich meine, ich habe eine Bazooka hier. Meinst du, das bringt das, wenn ich hier auf die Bäume schieße oder so? Oh, ist aber das Feuer wie ein Kegelbaum hier. Das macht ja ganz schön Spaß. Ich schieße nochmal einen ab. Alter, die fliegen einfach so. Sag mal, das ist ja wie Kegelspielen oder was hier. Bowling, bam, und auch der fliegt wieder hoch. Ist das so richtig? Hör auf mit dem Quatsch. Nimm mal ein richtiges Gewehr hier. Richtiges Gewehr? Das ist kein Quatsch, das macht Spaß. Was für ein richtiges Gewehr? Das, was du hier hast, oder was? Okay. Das kann... Oh mein Gott, eine Minigun. Das sehe ich jetzt. Erst so eine krasse Minigun. Dann kann ich damit ja wohl wahrscheinlich auf das Haus schießen ohne Probleme. Ich glaube, ich muss hier aber ein bisschen drehen. Warte mal.
Machen wir mal so den hier und ich drehe sie mal ein bisschen und Feuer! Guck dir das Haus an, wie ich das da hinten einfach komplett zerstöre. Oh mein Gott, das ganze Haus, ich baller da gerade ungelogen bestimmt 1000 Schuss die Sekunde rein. Ich wollte gerade sagen, die Munition ist leer, aber nein, die ist auch nicht leer. Hier, wir machen das Haus noch ein bisschen weiter kaputt. Sehr gut, immer wieder ein bisschen abschießen. Immer wieder so ein bisschen. Na, dann geht das Haus hier nach und nach kaputt, so wie es soll, aber... Schieß mal schön weiter. Sehr gut. Ich versuche trotzdem mal mit meinem Glück mit meiner Bazooka nochmal. Ja, und auch mit der Bazooka kann man hier anscheinend ein bisschen Schaden anrichten. Aber nicht so viel, wie ich wollte. Das waren schon mal die Dachziegel. Hier drüben nochmal. So, bam. Ja, jetzt jede Sekunde muss dieses Haus explodieren. Das kann nicht mehr anders gehen. Bam. Hier fliegen überall Häuserteile. Oh, wo will der denn hinziehen? Dann machen wir auch lieber mal so. Nicht getroffen, ich habe nichts gemacht, ich habe hier nicht auf den Imposter geschossen. Dann machen wir so, bam! Und es explodiert, aber es bringt anscheinend nichts. Okay, warte nochmal. Und Feuer! So! Bringt auch nichts, aber das Haus haben wir auf jeden Fall gut zugesetzt. Guck mal, auch die ganze Inneneinrichtung ist hier gefühlt schon Schrott. Das Haus fällt auseinander, Freunde. Damit kann Banana Eats, beziehungsweise der Bananenfresser in der Stadt, nicht mehr neu spawnen. Ich werde trotzdem einmal die Drohne starten und wir können mal ein bisschen rumgucken, ob wir hier noch Bananen sehen, die noch zerstört werden müssen. Hier hinten die drauf, die sind ja nicht schlimm, das sind ja nur Anhänger. Guckt mal schön hin, Freunde. Ihr könnt natürlich immer wie immer gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Bananen wir hier gekillt haben. Und der Hubschrauber will anscheinend immer noch los, okay. Ist hier irgendwo noch eine Banane, die ich übersehen habe? Ich glaube nicht, ne. Guck mal, da haben wir gekillt, da haben wir gekillt. Hier vorne beim Checkpoint, wieso da auch immer ein Eiffelturm ist. Aber ja, ich meine, kein Problem. Hier drüben noch irgendwas? Ne, da auch nichts. Ne, also es sieht so aus, als hätten wir alle Bananen gekillt. Dann würde ich mal sagen, lass mal kurz zurück zum Shop und mal gucken, vielleicht hat er sich ja jetzt heute den Preis was überlegt. Okay, jetzt möchte ich aber Bananen kaufen, denn ich habe auch immer noch Hunger auf Bananen. So, guten Tag, ich hatte gesagt, 2 Äpfel, 2 Bananen. Das glaube ich nicht, ne? 18,44 für 2 Äpfel und 2 Bananen? Was sind denn das für Preise? Das ist ja anders teuer. Und hier, was haben wir, so eine Slush-Maschine? Boah, auf einen Slush hätte ich jetzt auch anders Bock, Freunde. Okay, ich würde sagen, nö, dieser Laden ist mir auch viel zu teuer. Dann mache ich den hier, bam. Und dann zerstöre ich mal hier ganz kurz deinen kompletten Drive-In. Bam, das war's mit diesem blöden Laden, Freunde. Ey, ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, wo ich mir sonst eine Banane kaufen kann. Hat einer von euch eine Banane, Freunde, die ihr mir schenken kann, okay? Übrigens, vor allem, lasst ein Like und auch ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Eine bisschen kürzere Episode. Ich hoffe natürlich, euch hat es trotzdem gefallen. Übrigens, vor allem, checkt erst mal, wie es aussieht. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Habt einen wunderschönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.